Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 3. Serena ist eine Laus über die Leber gelaufen. Passiert öfter. Und da du jetzt gerade so super wach bist und so, kannst du einfach mal alle zum Festessen einladen. Hier. Achtung, da ist jemand, der hat da eine Falle gestellt auch. Böse Serena. Wir machen ein Festessen. Okay, ein bisschen später, sagen wir mal so um 11. Ach so, meine Tastatur will mal wieder nicht. 11. Leider ungezwungen. Als erstes am besten Arbeitskollegen. Dann Freunde. Und dann einfach nach Namen alles Mögliche einladen. Vielleicht sollten wir uns eine Musikanlage noch vorher holen. Okay, cool. Und vielleicht einen größeren Tisch. Vielleicht sind jetzt die Zeiten gekommen, wo wir umbauen sollten. Okay, du stehst jetzt mal auf und verlässt mal kurz den Raum. Und du ebenso. Ja, das wirst du machen. Ja, komm mal her. So, jetzt können wir hier umbauen. Und zwar. Das hier und das hier fliegt jetzt halt mal raus. Das auch. Dann brauchen wir eine schöne Treppe. Vielleicht mal eine neue Treppe. So ist hier. Ich hätte aber gern ohne Geländer. Komm mal hier so nach oben. Dann hier brauchen wir natürlich Böden. Im Gang finde ich immer Parkett eigentlich ganz schön. Vielleicht einfach so ein Parkett hier. Diese eine Stelle natürlich auch. Dann hier in Schlafzimmern. Die kriegen einen roten Boden und Serena kriegt einen grauen Boden. Und dann, das wird Serenas Zimmer, sie kriegt einen weißen Boden. So, dann brauche ich mal die volle Ansicht hier, mit Wänden, dass wir die auch noch bauen können. Ne, so nicht. Okay, aber hier haben wir gar keine Wand, wo ich eigentlich Serenas Zimmer zu bauen will, weil sie braucht schon größeres, sie ist erwachsen. Fast. Nachwuchs sollen wir auch irgendwann mal machen. Dann außen, dass schon mal alles angestrichen ist. So. Innen, vielleicht Serena, sowas. Einfach sowas Rotes oder so. Komm, machen wir für Serena so eine voll rote Wand. Da wieder mehr so das Kinderzimmer reinkommt, machen wir da einfach mal so eine blaue, normale Wand. Die Eltern bekommen so einen ganz normalen Anstrich und im Gang kommt so ein Anstrich hin. Okay, dann können wir die Wände wieder runter machen. Dann brauchen wir Türen. Wir brauchen was Schönes für Serena. Machen wir mal Versammlungszeit-Tür bei, falls wir mal einen Nachwuchs kriegen. Dann so die natürliche, machen wir einfach mal hier hin. Und Serena kriegt. Was kann man denn bei Serena machen, was übelst cool aussieht? Brettertür. Komm, sie kriegt eine Brettertür. So, dann die Eltern kriegen ihr Bett zurück. So. Serena kriegt auch ihr Bett zurück. Und Serena kriegt den Spielzeugs-Dings. Dann brauchen wir ein paar Lampen. Fenster wären auch so eine Idee, aber die sind teuer. So, die kriegt einfach mal so eine Hängelampe. Die Eltern kriegen auch eine Hängelampe. Das Kind wird auch eine Hängelampe kriegen. Und hier machen wir mal so Wandlampen hin.
hier hinten, falls wir dann noch ein bisschen bauen sollten. Hier würde ich dann nochmal eine Toilette vielleicht hinmachen später. Ja. So, das Fitness-Dings kommt dann ins Schlafzimmer, würde ich einfach mal sagen. So. Karaoke-Maschine kann wegen mir da stehen bleiben. Jetzt brauchen wir noch einen großen Esszimmertisch, würde ich mal sagen. Jetzt irgendwas. Okay, du bist billig und bist etwas größer. So, Stühle. Einfach hier die hier. Es wird irgendwann alles noch verbessert, okay? Okay, und jetzt brauchen wir vielleicht noch Musik. Das glaube ich bei Wohnzimmer, ja, hier Audio. So, einfach hier so ein Lautsprecher, perfekt. So, du willst kochen, habe ich gehört. Frühstück möchte ich nicht, dass du servierst. Aber du kannst ja schon mal duschen gehen. So, und du holst dir auch schon mal was zu essen. So, Waffeln. Go, go! Das wird eine super Party werden. Ich hab das so ein Gefühl. Ja. Das wird eine beschissene Party werden. Irgendwann müsste man noch da... Also wer kann jetzt am besten von allen kochen? Du hast einen Strich bei Kochen. Du hast zwei Striche, das heißt du kochst. Frühstück brauchen wir noch nicht. Dann wird wahrscheinlich ab 9 wird's losgehen. Küss ihn einfach mal, das ist wichtig. Einfach mal flirten. Einfach mal eine Runde abknutschen. Es sollte bald das richtige Essen kommen. Ich meine, die Gäste kommen ja auch irgendwann mal. Was könnte man machen? Romantisch. Rumschmusen. Ja. Ich weiß, dass sie... Okay, sie kocht schon mal. Auch gut. Ja. Die sind halt echt so irgendwie, als wenn sie null mehr zusammen wären. Das ist so richtig creepy. Die sind halt voll das enge Paar und so, aber nee. Wirkliche Beziehung. Muss ich mir nochmal überlegen. Okay, sie hat sich umgezogen, weil sie rutschen will. Okay, jetzt ist 10, jetzt solltest du... Warum kann man immer nur Frühstück servieren? Okay, die ersten Leute kommen. Dann kannst du schon mal anfangen zu begrüßen. Hier, ganz viele Leute kommen hier. Freundschaftlich, es hagelt halt leicht. Und vielleicht solltest du jetzt da nicht dumm rumrutschen, sondern irgendwas servieren. Was macht Serena da eigentlich? Macht die gerade unseren Ofen kaputt? Die löst da gleich ein Feuer aus. Ich sehe es jetzt schon. Das Festessen wird sowas von schiefen. Ja, sie hat es anbrennen lassen, dumme Kuh. Alter, kannst du bitte einfach nur den Pizzaservice anrufen? Ja, die finden sich alle voll geil und ich möchte einfach nur den Pizzaservice. Hier, da gibt's ganze hier Gäste. Hier, könnt ihr euch alle was zum Essen holen. Hier auch alle Essen rufen, alle. Was, du möchtest einen Buffettisch kaufen? Das hört sich nicht mal nach so einer schlechten Idee an. Draußen kochen ist das, glaube ich, ja hier. Hier. Servier einfach mal eine Runde. Und ich fände es voll cool, wenn du einfach alle reinbitten könntest oder so. Und da einfach diesen Lautsprecher zu aktivieren, dass da irgendwie... Ach, der ist an. Könntet ihr vielleicht alle mal reingehen? Es hagelt zu dezent. Und ich glaube, man kann auch hier vom Hagel erschlagen werden. Und dein Handy nervt. Es klingelt nämlich.
Hier, servier dein fucking Buffet. Steh nicht in der Tür rum. Servier dein Buffet. Ja, kannst du wegen mir machen. Jetzt mach dein Buffet. Das gibt's doch nicht. Hallo, was macht ihr da alle? Hier zum Essen rufen alle. Außer euch halt, ihr braucht nichts mehr. Mir ist es egal, was du machst. Ach, der Pizzatyp ist da. Hier, nimm mal die Pizza an. Hier, das ist doch volles Festessen. Hier, wir können ja das mal am Boden stellen, dann kannst du hier nämlich noch Macaroni mit Käse servieren, komm. Esst einfach. Es gibt von allen genug. Und wenn ich sage, es gibt von allen genug, dann gibt es echt von allen genug. Okay, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei The Sims 3. Bis dahin. Tschüss.